Das Angenehme dabei, wenn man Autorin ist, ist, dass man sich seine Themenbereiche, einschließlich der Epochen, in denen sie spielen, immer selbst aussuchen kann. Ich habe mich auch bisher in einem ziemlichen Zickzackkurs durch die Geschichte bewegt. Dabei bin ich bereits einmal in der Gegenwart angekommen mit meinem Roman Götterdämmerung. Manchmal gibt es Ideen, die sich nicht in eine andere Zeit versetzen lassen, weder vorwärts noch rückwärts. Also es gibt bestimmte Stoffe, die lassen sich nur historisch erzählen und bestimmte, die lassen sich nur in der Gegenwart erzählen. Das traf auf Götterdämmerung zu und das trifft jetzt auf meine Novelle Reise für zwei zu. Etwas, was mir bei Dreiecksgeschichten, bei den meisten sollte ich dazu sagen, es gibt natürlich für alle Regeln eine Ausnahme, nie sehr gut gefällt, ist, dass oft eine Figur dabei nur der Strohmann oder die Strohfrau ist. Das heißt, der Rivale oder die Rivalin, die dem eigentlichen Liebespaar eine Zeit lang als Hindernis in den Weg gesetzt wird. Dabei ist die Geschichte nie an der Perspektive dieser Person interessiert, sondern nur an den zwei Hauptliebenden. Ich wollte eine Geschichte erzählen, in der die zwei Anführungszeichen Rivalen im Mittelpunkt stehen, die beide sympathisch und dreidimensional sein sollten und das Objekt ihrer Rivalität, die Person, die sie beide lieben, ist bereits schon tot. Was der zweite Punkt war, der mich zu dieser Idee gebracht hat, wie wird man mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig, vor allem wenn noch eine andere Person in genau der gleichen Situation ist. Also wenn ich die Wahl in Zeit und Raum hätte, völlig unabhängig vom Alter der Person, das sie jetzt innehaben, dann würde ich einen etwas jüngeren Sebastian Koch für Andreas nehmen und für B die amerikanische Schauspielerin Katie Sackhoff. Genauso wie es Ideen gibt, die sich nur in bestimmten Zeiten erzählen lassen, gibt es auch Ideen, die einfach in der Kurzform besser auf den Punkt zu bringen sind. Deswegen habe ich zwischendurch auch immer Kurzgeschichten geschrieben. Und die Novelle ist so wieder eine ganz eigene Gattung, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber jetzt dadurch, dass die neuen Medien als zusätzliche Erscheinungsmöglichkeit dazukommen, jetzt sich wieder neu entdecken lassen kann. Und das ist mir eben möglich, diese spezielle Form für mich als Schriftstellerin zu erkunden, die weder Kurzgeschichte noch Roman ist, und in der ich Geschichten, die genau diesen Raum und keinen kürzeren und keinen längeren haben sollten, erzählen kann.